Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pig & Barney. Heute wollte ich euch einfach mal den neuen College zeigen, der bei uns in der Gegend eröffnet hat. Um genau zu sein, die Kleintierabteilung, und ich muss sagen, die Gehege sind äußerst liebevoll eingerichtet und es ist teilweise sogar Frischfutter in den Käfigen der Tiere, was ich sehr gut finde, weil ich das normalerweise nicht so sehe in dem Zuhandel. Ich wollte einfach auch mal meine ersten Eindrücke dann mit euch teilen, die ich gemacht habe. Und der Laden, muss ich sagen, ist echt richtig schön ordentlich aufgeräumt und sehr übersichtlich. Dazu muss ich zwar auch zugeben, dass er kleiner ist als zum Beispiel die Richtung Stuttgart runter, aber es liegt auch daran, dass die Ladenfläche einfach kleiner ist. Und trotzdem seht ihr, ihr habt ja so viel Auswahl, auch Barney und sämtliche Marken. Ihr könnt hier so ziemlich alles finden, vom Einstreu bis zum Spielzeug zu den Leckerlis. Es gibt wirklich alles. Ich liebe es auch, einfach durch die Läden zu gehen und nach Neuheiten zu sehen. Oder zum Beispiel hier diese süßen kleinen Näpfe. Ich habe zwar genug Näpfe, aber man kann nie genug haben und vor allem, wenn sie schön sind. Ihr seht, der Laden hat wirklich alles, was man so haben möchte. Noch schöne, große Weidenbrücken. Und ja, wenn ihr in der Nähe seid, kann ich euch einfach nur empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen. Am besten jetzt in der nächsten Zeit. Denn es gibt 20% auf alles. Denn wie gesagt, er hat neu eröffnet und ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Der Grund, weshalb ich ihn in erster Linie besucht habe, war, dass ich den Adventskalender meine Kaninchen dieses Jahr damit auffüllen wollte. Und was genau ich jetzt alles gekauft habe, werdet ihr im ersten Türchen des Tierzembers auf meinem Kanal sehen. Und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf den Dezember. Vor allem wegen der Kooperation wieder im Tierzember und ich freue mich wieder mit einem ganz tollen, sympathischen Team gemeinsam arbeiten zu dürfen. Jedenfalls war es von mir und bis nächste Woche.